Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen nächtlichen Erkundung auf meinem Kanal. Zusammen mit Luca dieses Mal. Ich habe wieder einen Tipp bekommen aus einer seriösen Quelle. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an diese komische Geschichte. Dieses Mal ist es eine seriöse Quelle und wir befinden uns hier wieder in so einem Waldstück. Es ist irgendwie immer der Wald, gefühlt. Und es gab ein paar Anweisungen. Keine Ahnung, ob es einfach nur dafür da ist, dass das Video spannend wird, aber es hieß irgendwie, geh zur ersten Ruine, geh zur zweiten Ruine und die dritte ist dann dein Ziel. Ich bin gespannt. Viel Spaß mit dem Video. Und damit würde ich sagen, es geht los an Ort und Stelle. Zunächst einmal beim Verschließen des Autos. So, bevor wir losgehen, möchte ich euch kurz die Situation schildern. Hier ist ein Waldweg. Da vorne ist ein Haus, was irgendwie aussieht wie bewohnt, irgendeine Waldschenke oder sowas. Hier vorne ist irgendwie die Stadt. Und das Ganze hier, also wir müssen auch wieder so ein bisschen aufpassen mit Licht, weil von der Stadt aus kannst du natürlich gesehen werden, wenn man irgendwie am Waldrand, wie es scheint, wo die Location sich befindet, da rumleuchtest. Ja, und was das Gasthaus angeht, ist die Sache natürlich klar, ne? Auch nicht. Zum Glück hat es nicht besonders viele Fenster in unsere Richtung. Aber eines reicht ja theoretisch, um aufzufallen. Okay, wie auch immer, es geht los. Da vorne ist der Luca. Und die erste Anweisung war, zurückzugehen bis zum Grabmal. Was sich anscheinend da vorne schon befindet. Und links wäre dann der erste Wegpunkt. Naja, wie heißt es nochmal? Gegenüber soll es reingehen. Hier also. Und ja, offensichtlich gibt es hier einen kleinen Pfad, dem wir wohl folgen sollen. Gefühlte 20 Meter weiter tut sich jetzt nun das hier auf. Mauerüberreste. Da hinten blitzt irgendwas Metallisches und auch hier ist irgendein Fundament oder sowas. Hier sind auf jeden Fall Steine eingelassen. Ganz klar, die sind auch ziemlich hart und lassen sich nicht irgendwie verrücken. Tja, aber was das hier sein soll, es ist auf jeden Fall winzig klein. Hier vorne ragt noch irgendein Rohr aus dem Boden raus, wo sich Wasser drin befindet. Und das andere, was wir gesehen haben, dieses aus Metall. Ja, was ist das? Das ist irgendein Becken oder was? Was macht das denn hier? Also, was macht das hier im Wald? Ja, mal noch mal eins von diesen Rohren. Und hier neben, das scheint eine Pumpe oder irgendwas zu sein. Ich frage mich nur gerade, ist hier runter vielleicht irgendeine Zisterne oder irgendwas? Irgendwas mit Wasser? Stehe ich hier gerade irgendwie auf einem großen Bunker oder weiß der Teufel was? Auf jeden Fall möchte ich ganz gerne von hier jetzt runter. Denn man weiß ja nicht, wie lange das noch hält und was es wirklich ist. Also ich habe es ja irgendwie schon mal gesagt und ich wiederhole mich an der Stelle noch mal gerne. Man findet im Wald ja die wildesten Sachen. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Warum das gerade hier ist? War hier mal irgendwie ein Gehege oder irgendwas? Es hieß, es gibt noch eine zweite Ruine. Ich bin gespannt, was die bringt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon seht, aber ich sehe da vorne ein Fenster. Und ein Fenster gehört wohl zu einem Haus. Das ist dann wohl die sogenannte zweite Ruine, die wir finden sollten. So, und da haben wir nun das zweite Objekt. Eine Waldhütte
Da ist ein Schild dran. Privatgrundstück betreten verboten. Okay. Frag mich nur, wo das Grundstück ist. Mein Zaun ist hier absolut nicht zu erkennen. Der ist quasi schon, ja, in Anführungsstrichen einen halben Kilometer hinter uns. Das muss hier schon extrem lange nicht genutzt worden sein. Wenn man sich hier mal umguckt, was hier an jungen Trieben wild ausgesehen hochkommt. Oh, aber ich kann mir vorstellen, warum das Schild da dran steht. Das ganze Haus hat Schlagseite. Wir können aber trotzdem doch mal einen Blick durch das Fenster riskieren. Oh Gott, guckt euch mal den Boden an. Ey, das Haus ist komplett zerbrochen. Das sackt in diese Richtung auf jeden Fall ab. Weiter geht's. Das Haus lassen wir hinter uns und folgen dem in Anführungsstrichen Pfad noch ein wenig. Es hieß 200 Meter geradeaus am Wald lang. Und der Wald wäre hier tatsächlich jetzt zu Ende. Oh, und ich glaube, wir sind an unserem Ziel angelangt. Hier ist ein Zaun und da hinten sehe ich irgendwas Gebautes. Oh Leute, wie atmosphärisch ist denn das bitte? Hier steht ein ernsthaftes Haus. Mitten, ja, ich meine, ihr habt den Weg hierher gesehen. Na, da bin ich jetzt einmal gespannt. Hier hätten wir eine offenstehende Tür, die an diesen Zaun, den wir jetzt eingangs gesehen haben, anschließt. Und dieser Bretterzaun, der hat wohl seine besten Tage schon hinter sich, wie man hier ganz deutlich sehen kann. Abschüssig. Okay. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr gerade dieses Video wahrscheinlich am herrlichen Tage seht und in einer sicheren Umgebung euch befindet. Ich meine, unsicher ist das hier nicht, sonst würden wir das nicht machen. Aber es hat ein gewisses Feeling mal wieder. Der eine oder andere mag es vielleicht nachvollziehen können, andere nicht. Also, Haus. Zwei Etagen, wie es scheint. Wenn man da oben diese Luke noch als obere Etage zählen mag. Hier hätten wir... Ja, was war das mal? Ein Carport nicht. Geht ja nicht. Ist ja keine Zufahrt hierzu. Wahrscheinlich schon eher so eine Art Schuppen. Ja, und der Rest kann man zusammenfassen in Plumpsklo. Würde ich jetzt erstmal fast sagen, wo jetzt irgendwelche Gartengeräte drin stehen. Steine, Zaun und da hinten, das sieht aus wie ein umgedrehtes Dach. Fangen wir mal am besten bei an Ort und Stelle an. Beim Klo jetzt in dem Fall. Ja, es ist ein Klo. Also, ne, ganz unverkennbar. Das hier scheint irgendeine... Das ist ein Duschkopf an ein Ventil angeschlossen und vielleicht irgendwas mit Wasser oder sowas. Was anderes würde ja auch keinen Sinn machen. Und an alle, die da draußen jetzt gerade den Kopf schütteln und lachen, macht's gerne mal nach. Macht so eine Erkundung mal nachts einfach. Es ist spannender. Es ist für mich spannender und ich hoffe für euch auch ein bisschen spannender. Ich zeige euch jetzt hier gerade diesen Schuppen, in dem sich vor allen Dingen so ein Küchenregal befindet. Mit einem ziemlich alt anmutenden, ja, so Muster da drin. Ein bisschen Kitsch. Ansonsten hätten wir hier noch eine Bank, ein paar verfaulte Stühle und etwas, was aussieht wie für ein Rasenmäher. Gehen wir einmal rechts ums Haus rum. Fällt als erstes dieser Schrank auf, der hier offen steht. Ah, okay. Da haben wir eine Gaspulle drin. Dann wäre auch gleich geklärt, wie hier Energie in dieses Haus reinkam. So ein bisschen... Spielzeug für den Garten und Gerümpel da oben. Na, ob diese Gasflasche wohl leer ist? Angerostet ist sie schon ordentlich. Wenn nicht, wird es irgendwann wahrscheinlich einen Knall geben, wenn die aufgeht. Hier hätten wir zwei Leitern. Eine total verfallene aus Holz und eine aus Metall. Noch so ein Liegestuhl. Gartenstuhl. Und hier ist eine Tür, die offen steht.
Es wirkt von innen größer als von außen. Das kann ich schon mal sagen. Also, das Ding, wo wir uns jetzt wohl gerade befinden, ist Kategorie Eingangsbereich. Da vorne seht ihr eine große, dicke Tür, vergleichsweise zu dem Rest des Hauses, ziemlich massiv, wo es wahrscheinlich weiter reingeht. Und alleine hier schon kann ich euch einiges zeigen, wie beispielsweise erste Lebensmittel. Kann man da ein Datum vielleicht gleich schon mal sehen? Aber ich möchte das nicht unbedingt anfassen, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Da sind auch schon irgendwelche Tiere drin, ne? Daneben haben wir irgendwas mit Hering in Gelee. Das will ich noch weniger anfassen. Vielleicht finden wir im Haus noch irgendwas Besseres, was Einfacheres. Ansonsten haben wir hier zerfressene, von Tieren und Motten zerfressene Schuhe. Das Leder, wie es scheint. Daneben ist eine Schublade mit Nägeln, Schrauben. Alles, was man so braucht. Und dieses, guck mal, dieses Stück Metall. Das hat noch D-Mark-Auszeichnung. Und übrigens, hier vorne zu meinen Füßen ist der Rasenmäher, den wir draußen schon vermutet haben. Steht hier einfach so. Ja, und der Rest ist eine wilde Mischung aus Möbelteilen, irgendwelchen in Pappe eingepackten... Ja, was ist das? Das sieht irgendwie aus wie Bretter oder sowas. Dann haben wir hier so ein bisschen Luftpolsterfolie. Hier haben wir eine Truhe oder Kiste oder wie man es nennen möchte. Da ist irgendeine Kleidungsdingens drin. Irgendwas aus Jeansstoff oder so. Naja, und ich würde sagen, wir wagen tatsächlich mal einen Blick hier rein. Alter, das Ding ist ja komplett eingerichtet. Was? Also das ist hier wirklich eine kleine Perle. Keine besonders große, aber es ist eine Perle. Freunde, ich gebe euch hier mal einen ganz kurzen Rundumblick. Also Leute, Sofa, Bett habt ihr vielleicht schon gesehen. Da hinten irgendein Board mit irgendwas, was aussieht wie eine Bierwerbung. Wir haben Eichhörnchen, irgendwelches Deko-Zeug. Hier haben wir eine komplette Küche. Es ist eine kleine komplette Küche. Die gucken wir uns gleich komplett in Detail noch an. Hier geht es nach oben und auf der anderen Seite von der Tür haben wir das hier. Also der Fernseher ist eine Sache für sich. Der kommt aber gleich dran. Vorher auf jeden Fall das Highlight, wie ich finde, bisher. Naja, der eine oder andere mag sicherlich dabei die Nase rümpfen. Ich weiß nicht, ob sie echt ist. Sie steht nun mal jetzt hier, aber als Dekoartikel hätte man das so hier drin vermutet. Garantiert nicht. Und das Ganze scheint auch schon ziemlich alt zu sein. Wenn ich mir hier unten hier die Blätter angucke, die sehen schon ziemlich arg verschimmelt aus. Und Frau Eule selber hat auch schon Schimmel angesetzt an den Seiten. Also es müsste auf jeden Fall schon viele Jahre sein, dass das Ganze hier schon ja, Feuchtigkeit ausgesetzt ist und so weiter. Es ist irre. Und zwar fast genauso irre wie der Fernseher. Ein altes Siemens, ausgestattet anscheinend mit 12 Volt. Oder die Kabel haben einen ziemlich kleinen Querschnitt. Ein Radio ist hier offensichtlich noch. Einige Kabel führen hier oben wohl zu Lautsprechern, die hier oben platziert sind. Jetzt zwinge ich mich mal ganz kurz hier durch, um mal ein bisschen besser drauf gucken zu können. Mich würde ja interessieren, ich suche jetzt sowas wie eine Batterie, aber da hat es nicht zu sehen. Also keine Ahnung, wo das Ding den Strom hergekriegt hat oder wie. Ansonsten haben wir noch eine Antenne, ist klar, ne? Und Schuhe. Brauche ich nicht weiter zu erwähnen. Das Bett hier auf der anderen Seite sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Es sieht aus wie... Ist das Vogeldreck oder sind das Maden? Einfach nur Körner? In jedem Fall, Leben tut hier zum Glück nichts mehr. Ich zeige euch hier gerade so die Bilder und... Ja, das Ganze hat irgendwie so ein bisschen was mit Kitsch und Urig und Naturverbundenheit, ne? Das ist auf jeden Fall alt. Das ist sehr alt. Und genauso alt
ist auch die Küche, die ich euch hier zeige. Also vor allen Dingen dieser Schrank. Also es ist mal wieder faszinierend, ne? Seht ihr hier irgendwie Zerstörung oder Vandalismus? Klar, es sind ein paar Sachen auf dem Boden, aber die können auch runtergefallen sein, weil hier irgendwie das Holz mal durchgefault ist. Oder nee, das sieht zerfressen aus. Da sind auch, guck mal, da sind überall Löcher drin. Und auch hier vorne, in dem Holz. Das Ding ist komplett voll mit Holzwürmern. Und irgendwann, das ist wirklich faszinierend, das ist natürlicher Verfall in Reinform, ich sage es euch. Und irgendwann sind die durch mit dem Holz und was drin war, fällt einfach runter. Tja, und wie lange das Ganze hier schon so steht, fragt man sich, ne? Aber wenn man sich diese Brotmaschine oder Brotschneidemaschine anschaut, wie rostig die ist, ich kann nur schätzen, 20 Jahre, möglicherweise länger, bis das Ganze so ausgedehnt ist oder ausgeprägt ist mit dem ganzen Rost. Und eigentlich ist es verwunderlich, dass hier drinnen quasi noch gar kein Schimmel ist. Es sieht eigentlich alles noch gut aus. Das kleine Ding hier wird dann wohl die Kochstelle sein. Offensichtlich, ne? Hier hinter ist, wenn ich mich richtig orientiert habe, auch die Gasflasche. Ja, so wird es sein. Hier ist eine Heizung. Da geht eine Leitung nach draußen. Und das nächste Highlight in dieser Location. Wir hatten es irgendwo schon mal bei einem anderen Video. Ich glaube, es war das mit der Schreimaske im Gesicht. Was ich euch, wenn ich dran denke, kurz unten verlinke. Da gab es auch so eine Beleuchtung mit Gas. Seht ihr hier, ne? Da oben ist ein Ventil. Und damit gab es ja Licht. Auf der anderen Seite. Also es ist hier wirklich eine kleine Location, ne? Aber es sind überall in jeder Ecke Highlights. In dieser hier ist es ein Schrank voll mit Gläsern, die alle noch heile sind, wie man unschwer erkennen kann. Naja, und von der Art her würde ich sagen, Gläser für alle erdenklichen Anlässe, ne? Also kurze kann man hier trinken, man kann Wasser trinken, hier oben irgendwas mit Sekt und den Abend konnte man sich mit Spielen dann vertreiben. Ja, und nun sind wir auch schon dabei, nach oben zu gehen, weil ja hier unten alles fertig ist soweit. Die Treppe ist, gelinde gesagt, etwas steil. Es wird schon gut gehen. Ich robbe mich hier quasi hoch. Oh. Hier oben sind Schlafzimmer. Oder besser gesagt Schlafmöglichkeiten. Ein Bett, zwei Betten. Nachtschränke jeweils und überall haben wir irgendwas mit Bildern. Hier Bilder von Autos, Poster von Hasen oder was das da ist, Puzzle jeglicher Art. Hier, dann hier direkt gegenüber an der Treppe, alles irgendwas mit Tieren und Bildern von Landschaften. Einzig und allein, das ist herausragend, das ist einfach eine Karte von Europa, wo es die Tschechoslowakei noch gibt. Ja, da weiß man auch, wie lange das her ist. So, und das letzte Zimmer. Ja, hat auch wieder ein Bett. Und auch wieder solche Motive, ne? Lediglich dieser Spiegel ist jetzt hier was Außergewöhnliches, wenn man möchte. Auf der anderen Seite nichts weiter großartig Interessantes. Auch wieder was von Mottenzerfressenes. Oder was das auch immer drauf ist. Ja, und das wirkliche Highlight von früher. Wenn der Wald nicht da wäre und es hell wäre, dann könnte man von hier aus wunderschön die Stadt sehen. Ihr seht sie da hinten vielleicht im Hintergrund mit ein paar Lichtern. Ja, Freunde, und das war es tatsächlich schon, wie es aussieht. Kleine Hütte, viel Inhalt tatsächlich, eine Zeitkapsel unten, vor allen Dingen das mit der Eule, das hat mich wirklich sehr überrascht, genauso auch wie der Fernseher. Da muss ich mal gucken oder googeln besser, wie der anzuschließen und schließen war, denn Stromanschluss habe ich hier nicht gesehen, sonst würde es ja auch keine Gaslampe geben. Ja, mehr ist nicht großartig zu sagen. Es war eine spannende Erkundung. Vielen Dank an den Tippgeber an der Stelle, falls du das sehen solltest. Ich finde sowas ganz toll, wenn man uns sowas anvertraut. Also uns in dem Fall, dem Luca und mich. Ja. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao.